Hiermit übertrage ich Ihnen das Kommando über die Luftlandebrigade 6. Brigadegeneral Eberhard Zorn übergab am Freitag beim Festakt auf dem großen Markt in Saarlouis das Kommando der als Saarlandbrigade bekannten Luftlandebrigade 26 an seinen Nachfolger Oberst Andreas Hannemann. Also es ist in einer militärischen Aufgabe immer eine der schönsten Verwendungen, eine Führungsverantwortung übernommen zu haben. Insofern übergebe ich diese Aufgabe natürlich sehr ungern, das ist keine Frage. Es hat mir hier unwahrscheinlich viel Freude gemacht. Die Soldaten haben super zusammengestanden und das war wirklich eine sehr erfüllende Aufgabe. Andererseits ist so, diese Aufgaben werden in der Bundeswehr ja auch nur immer temporär vergeben. Das heißt, es war mir klar, dass so zwischen 2 und 3 Jahren Verwendungsdauer irgendwann der Wechsel kommt. Er kam jetzt und insofern muss ich das hinnehmen, aber man geht hier natürlich wirklich auch mit einem weinenden Auge weg. Der gebürtige Saarländer Eberhard Zorn geht als neuer Büroleiter des Generalinspekteurs der Bundeswehr nach Berlin. Das Büro wickelt die strukturellen Veränderungen durch die Bundeswehrreform ab. Also erstmal wünsche ich meiner Brigade natürlich, wie das Fallschirmjäger üblich ist, erstmal Glück ab. Das heißt also wirklich alles Gute bei der weiteren Auftragserfüllung, speziell jetzt bezogen auf dieses Aufgabenfeld militärische Evakuierungsoperationen. Von den ursprünglich 740 Soldaten der Saarlandbrigade werden nach der Bundeswehrreform nur noch 40 Soldaten in Saarlouis stationiert bleiben.